Entweder ist es einem fragwürdigen Zufall zu verdanken, dass ich in meinem Leben so spezielle Geografielehrer hatte, oder unsere Landkartenexperten sind einfach ein ganz besonderer Schlag von Menschen. Ahoi, liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Somebody Else und heiße euch zu meinem Mental Challenge Prodigy Mondo Chais herzlich willkommen. Schule, heute Geografielehrer. Irgendwie tendieren meine Geografielehrer auch dazu, Deutschlehrer zu sein. Meine erste Deutsch-Geografielehrerin baute an jeder möglichen und unmöglichen Stelle eines Satzes das Wort oder mehrmals oder ein oder. Als ich die Klasse wechselte, drückte mir mein nächster Geografielehrer eine Mappe mit 500 Seiten in die Hand und meinte: Lerne das. Ich erklärte ihm, dass ich die letzten beiden Klassen legal bestanden hätte, er sich ja sicherlich nach dem Lehrplan gehalten hätte und diese Aktion somit nicht vonnöten wäre. Daraufhin nahm er zwei weitere Mappen mit jeweils wieder 500 Seiten, drückte sie mir in die Hand und sagte, das ist für den Deutschunterricht. Während wir in der Klasse den Kontinent Afrika durchgenommen hatten, unterrichtete er Hoch- und Tiefdruckgebiete, analysierte den Verkehr und ärgerte sich furchtbar über Hobby-Motorradfahrer, weil die mit seinem System nicht erfasst werden konnten. Er änderte die Sportwoche zu einer Erhebung des Verkehrs in einem unserer Nachbarländer und ließ seine Klasse bei einer politischen Abstimmung zuschauen. Hui, wie spannend! Und als ich darauf ansprach, meinte er tatsächlich, dass das alles lehrplankonform wäre. Doch eines Tages traf ich auf den König unter den Geografielehrern, wir nennen ihn gerne Herrn Professor Auer, und ich darf mit Fug und Recht behaupten, dass ich 3 Jahre seines Unterrichts überlebt habe. Professor Auer hatte als König unter den Geografielehrern natürlich das einzig richtige System, um Prüfungen zu bewerten. Bei jedem Test gab es 10 Fragen und jede Frage ergab, egal wie schwierig und umfangreich sie war, 100 Punkte. Summa summarum konnte man also 1000 Punkte pro Test erreichen. Das ist ja wie in den heutigen Computerspielen. Erst dachte ich mir, vielleicht kennt Professor Auer einfach keine Kommastellen. Doch als dann Fragen, die nur ein Wort zur Antwort hatten, teilweise 100 Punkte, bei anderen Schülern 96, 87, 63 oder auch nur 42 ergaben, wurde ich schon langsam stutzig. Er erklärte mir, dass dies mit der Beantwortung von anderen Fragen, die nichts mit dem Thema zu tun hatten, zusammenhängen würde und ich das nicht verstehen könnte. Verbessert wurde mit einem roten Buntstift und augenscheinlich hat Professor Auer noch nie etwas von einem Radiergummi gehört. Professor Auer war kein Freund der Technik und Overhead-Projektoren und PowerPoint-Präsentationen gab es in seiner Welt einfach nicht. Er schrieb jede Stunde den Stoff neu an die Tafel. Auf meine Frage hin, warum er denn das so mache, meinte er, wenn ich den Stoff jede Stunde neu an die Tafel schreibe, kann ich ihn mir besser merken. Ich lächelte ihn an und erwiderte verständnisvoll. Ja, ja, das Alter, versuchen Sie mir trotzdem zu folgen. Die Schule ist nicht dafür da, dass Sie sich den Stoff besser merken können. Außerdem, dieses hastige Schreiben verändert Ihre Handschrift. Vielleicht sollten Sie nicht unbedingt erst 5 Minuten vor Schluss mit dem Schreiben beginnen. Ich möchte es einmal so sagen, Ihre Handschrift mit der Komponente Zeit und dem feinen Strich einer Kreide an der Tafel lassen die Entschlüsselung von ägyptischen Hieroglyphen so kompliziert wie das 1x1 wirken. Ich verstehe, dass Sie bei dem ganzen Geschreibe gerne Abkürzungen verwenden. Nur so als Hinweis, es gibt offizielle Abkürzungen, es gibt genremäßige Abkürzungen für gewisse Wissensgebiete und es gibt Ihre Abkürzungen. Wenn Sie beispielsweise ein H und ein I auf die Tafel kritzeln und wir diese aus Versehen dechiffrieren können, so können wir nur aus dem Kontext erraten, ob es hinten, hinab, hierzu, hinauf, hiermit, Halbinsel oder einfach nur hier bedeutet. Verzeihen Sie mir, aber das Wort hier hat jetzt nicht unbedingt so viele Buchstaben. Außerdem macht es einen riesen Unterschied, ob Sie hinab, hinauf, hinein, oder einfach nur hier meinen. Aus welchem Kontext sollte sich das bitte erschließen? Ich kann es auch verstehen, dass Sie lieber Autokennzeichenabkürzungen nehmen, anstatt ganze Regionen auszuschreiben, da Buchstaben ja offensichtlich Ihr natürlicher Feind sind. Ich verstehe auch, dass Sie sich die Abkürzungen für die Autokennzeichen besser merken können, wenn Sie sie jeden Tag an die Tafel schreiben, obwohl Sie Ihre Texte nahezu unlernbar machen. Wenn wir jedoch bei Ihrer kreativen Schrift einen Buchstaben falsch interpretieren, so wird es bei der Abkürzung eines Autokennzeichens schon einen gewaltigen Unterschied machen.
Und nun mal ganz im Ernst, muss ich wirklich alle Abkürzungen von allen Autokennzeichen für ganz Afrika wissen? Wie wahrscheinlich ist es, dass überhaupt irgendeiner Schüler je in seinem Leben dieses Wissen braucht? Was Ihnen offensichtlich ebenfalls nicht so ganz klar ist, ist dieses Paradoxon namens Zeit. Wir können Ihre Hieroglyphen erst dechiffrieren oder zumindest abmalen, nachdem Sie sie auf die Tafel aufgemalt haben oder wie auch immer Sie das nennen, was Sie da machen. Heißt, wenn Sie einen Text aufschreiben und ihn gleich danach wieder löschen, damit Sie mehr Platz auf der Tafel haben, können wir die Buchstaben nicht einmal abpausen. Und noch etwas, Sie überprüfen nie, ob das, was Sie an die Tafel schreiben, auch vollständig ist. Soll heißen, Sie fragen bei Tests ständig nach Informationen, die Sie uns weder verbal noch durch Ihre Geheimschrift mitgeteilt haben. Das Geografiebuch ist augenscheinlich der Meinung, dass dieses Jahr ein anderer Stoff dran gewesen wäre und will uns somit auch nicht helfen. Und außerdem hören Sie auf, endlich den Satz zu rezitieren. Das ist zwar dasselbe, aber nicht das gleiche. Es macht Sie nicht intelligenter, wenn Sie diese Weisheit immer wieder wiederholen. Professor Auer lobte immer wieder seine grammatikalischen und herausragenden Rechtschreibkenntnisse, die es aber offensichtlich nie zu seinen Lippen schafften. Ich kreierte damals den folgenden ganz besonderen Satz mit Herrn Auers Aussprache. Ein Bumsbomber flog über die Sahara und schoss einen Laser in ein Labor. Soll heißen, der Jumbojet flog über die Sahara und schoss einen Laser in ein Labor. Und ja, liebe Professoren und Wissenschaftler, Labor schreibt man weder mit stummem H und auch nicht mit Doppel-A. Es heißt also Labor und nicht Labor. Meine Freundin hat einen Doktortitel in Biologie, ihr könnt euch die Kämpfe vorstellen. Professor Auer reiste für sein Leben gern und da ein normaler Job nur mal 40 Stunden pro Woche benötigte und nur 5 Wochen Urlaub pro Jahr hergab und das viel zu wenig für einen Professor Auer war, bot sich die Arbeit als Lehrer quasi an. Mit den heutigen Zeitregelungen für Lehrer, den strengen und engen Lehrplan, die unabhängigen Prüfungen und den ausländischen Schülern, die inzwischen mehr grammatikalische Ahnung als meine oder Lehrerin haben, sehe ich meine ehemaligen Geographielehrer täglich in ihren Kellern, in kleinen Kämmerchen, die schalldicht sind, weinen. Man möchte meinen, dass ein Mensch, der jedes Jahr bis zu 5 Reisen in alle Teile der Welt unternimmt, gegen Rassismus einigermaßen gefeit ist und schon nur durch Zufall auf die Idee kommt, dass auch Ausländer den gleichen Gesetzen wie wir unterliegen. Nur ein wirklich perfider Charakter würde bei diesen Reisen andere Rassen studieren und die negativen Punkte, die ihm dabei auffallen, bei Vorträgen wie zum Beispiel als Lehrer in einer Schule ständig propagieren. Viele Reisen brachten viele Erinnerungen und neben Internet und den Digitalkameras boomte die Tierbranche förmlich, weshalb Professor Auer zigtausende Tiers von seinen Reisen mitnahm. Professor Auer baute diese Tiers in seine Vorträge ein und am intensivsten blieb mir sein Vortrag über Thailand im Gedächtnis, wo er im Verhältnis sehr korrekt dieses Land darstellte. Er zeigt uns über 1500 Tiers, davon zeigten gut 100 Tiers die Landschaft und gut 1400 Tiers Transvestiten. So viele Reisen brachten natürlich auch viele Bekanntschaften mit sich, weshalb Professor Auer einmal im Jahr klagte, dass er und seine Frau 120 Postkarten mit Weihnachtsgrüßen verschicken müsste, auch wenn viele von diesen Bekannten Weihnachten nicht feierten oder nicht einmal wussten, was das war. Und über seine Frau und seine Kinder will ich jetzt nichts Genaueres sagen. Mein geschätzter Geographielehrer sorgte also weltweit für die Aufklärung für den einzig wahren Glauben. Und wer jetzt meinen würde, E-Mails oder Facebook oder ein einfaches Schreibprogramm mit Weihnachtsgrüßen hätte ihm die Aufgabe erleichtert, so sei hier gesagt, dass Herr Professor Auer zu Computern seine ganz eigene Meinung hatte. Computer sind prinzipiell nicht dumm, nur die Menschen, die sie verwenden. Computer sind intelligenter als ihr glaubt und ich will nicht, dass die etwas von meinen Weihnachtsgrüßen wissen. Autoren geben inzwischen nur mehr Titel, Name der Charaktere und die ungefähre Handlung ein und der Computer schreibt das Buch alleine. Ich kann das nur bestätigen, denn auch so habe ich mein Buch Steinerne Saat geschrieben. Beeindruckend, was diese Systeme in den 90er Jahren schon konnten.
Nicht nur umfangreiches Computerwissen zeichnen unseren Gehirnakrobaten aus, denn Professor Auer war natürlich auch Offizier beim Militär. Natürlich war er in der Reserve und brüstete sich damit, dass er jedes Jahr freiwillig einen 30-Kilometer-Marsch mitmachen würde. Er mokierte sich über die anderen Soldaten, dass die so ihre Probleme mit diesem Marsch hätten. Ich wies ihn ganz dezent darauf hin, mit einer Engelsgeduld, dass das an den 30 Kilo Rückengepäck liegen würde, die sie tragen müssten, er aber nicht, denn sein Gepäck wurde von den anderen Jungmännern getragen. Das Militär formte auch den Modegeschmack von Professor Auer maßgeblich und brachte ihn zu der Erkenntnis, dass drei Pullover für ein Leben genug wären und starker Körpergeruch furchtbar gut zu ihm passen würde. Bei einem so außergewöhnlichen Mann wie Herrn Professor Auer ist es nicht verwunderlich, dass er das Studio neben der Area 51 kannte, in dem die Amis die gefakte Mondlandung aufgenommen haben. Doch meine Lieblingstheorie von ihm ist folgende, Achtung, Zitat. Eines Tages, als die Erde zu nah an den Mars herankam, musste die Erde abbremsen und dabei haben sich alle Dinosaurier gleichzeitig das Genick gebrochen. So sind die Dinosaurier ausgestorben. Aber natürlich doch. Und die Sonne dreht sich noch immer um die Erde, die übrigens eine Scheibe ist und so etwas darf noch heute unterrichten. Rechts oben könnt ihr meinen Kanal abonnieren, links oben kommt ihr zu meiner Playlist, ein Daumen nach oben hilft immer und wer einen Verlag für das beste Buch der Welt kennt, bitte einfach melden. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.